tschechisch-deutsche Drama 1918 bis 1939 von Gerd Schulze-Rohnhoff. Die Besetzung der Tschechei durch deutsche Truppen von 1939 bis 1945 und die anschließende Vertreibung der Sudetendeutschen von 1945 bis 1946 werden heutzutage gemeinhin als das tschechisch-deutsche Drama des 20. Jahrhunderts wahrgenommen. Die Zeit davor löst sich im Nebel des Vergessens auf. Dennoch strahlen diese Jahre bis 1939 auf die Zukunft ganz Europas aus. Es sind die Ereignisse jener Zeit, die direkt in den Zweiten Weltkrieg führen. Deshalb ist das tschechisch-deutsche Verhältnis von 1918 bis 1939 ein entscheidender und schicksalhafter Abschnitt der deutschen Geschichte.